Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen zu der Matinee der Reinhold-Meyer-Stiftung, die wir natürlich auf 11 Uhr gelegt haben, wie es sich auch für gute Liberale gehört, damit man nicht mit der Kirche kollidiert. Es sei denn, man macht es so wie ich. Ich wähle in Waiblingen den sogenannten Lupensammler-Termin um 11 Uhr, aber ich muss auch nicht jeden Sonntag gehen. Jedenfalls herzlich willkommen hier in Schorndorf. Ich danke natürlich vor allen Dingen dem Hausherrn für seine Worte, die ja nicht nur ein Grußwort waren, sondern schon einiges enthalten haben. Mir ist bei seinen Worten auch nochmal durch den Kopf gegangen, Schorndorf. Sie haben den Namen Daimler auch genannt und den Namen Reinhold Meyer. Ich beschränke mich jetzt mal auf die beiden. Man muss sich wirklich mal überlegen, wie Baden-Württemberg aussähe, wenn es Daimler und Meyer nicht gegeben hätte. Völlig anders. Es sähe völlig anders aus, natürlich sowohl was die Länderstruktur angeht, als auch was die Wirtschaftsstruktur angeht. Das hat schon was Faszinierendes, dass Menschen so viel bewirken können, dass ein Einzelner so viel bewirken kann, wie die beiden es geschafft haben. Also, herzlichen Dank für Ihr Grußwort, lieber Herr Klopfer. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Ruth Blank und ich begrüße die Akteure der Talkrunde, die sich jetzt dann nachher anschließen wird, denn ich werde in der Tat meine beiden Teile, die Sie im Programm haben, zusammenfügen, weil das dazwischen nicht mehr da ist. Das ist zwar der Hauptvortrag, aber wir sind es gewöhnt. Wir hatten vor zwei Wochen oder vor einer Woche einmal in Fellbach eine wirklich tolle Veranstaltung in der alten Kilbar auch gehabt. Da war genau dasselbe, da hat der Hauptredner am Tag vorher abgesagt. Aber hinterher haben die Leute zu uns gesagt, die Veranstaltung war super. Manche haben sogar gesagt, die war fast besser als geplant. Und ja, vielleicht gelingt uns das heute wieder. Ich bin einigermaßen zuversichtlich. Ich freue mich dann auf die anschließende Gesprächsrunde, darf aber im Rahmen der Begrüßung natürlich jetzt eben erstmal die Namen nennen. Es wird moderieren unser Jürgen Morlock, brauche ich nicht viel zu sagen, langjähriger Landesvorsitzender, Landtagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Er wird eine Gesprächsrunde moderieren, bestehend aus dem Staatsminister AD Karl Mörsch, der uns übrigens am 10. war es, glaube ich, da sozusagen aus der Klemme geholfen hat in Fellbach mit einem viel beachteten Festvortrag. Und ich finde es schön, dass wir Teile davon natürlich jetzt in der Gesprächsrunde sicher noch einmal auch hier in Schorndorf hören können. Er wird sich weiter unterhalten mit Ingrid Walz. Ebenso brauche ich jetzt wieder nicht viel zu sagen, langjährige Bundes- und Landtagsabgeordnete, Ehrenvorsitzende der FDP in Stuttgart. Und dazu kommt zur Gesprächsrunde, die haben wir insofern etwas erweitert, was mich natürlich auch besonders freut, der Landesvorsitzende der FDP ist da und ich begrüße ganz herzlich Michael Theurer, seines Zeichens Europaabgeordneter und Landesvorsitzender der FDP. Beschließen wird den Reigen, mein Abgeordnetenkollege, mit dem es eine wirklich wunderbare Zusammenarbeit gibt im alten Reinhold-Meyer-Kreis. Wir teilen uns ja den alten Reinhold-Meyer-Kreis brüderlich sozusagen. Das Schlusswort wird Jochen Hausmann sprechen, auch als Mitglied des Verwaltungsrats der Reinhold-Meyer-Stiftung. Und wenn ich von einem Fraktionskollegen rede, darf ich natürlich meiner besonderen Freude auch Ausdruck verleihen, dass heute wieder bei uns ist der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Hulke. Begrüße natürlich auch den ehemaligen Abgeordneten Hartfried Wolf. Schön, dass du da bist und weiter uns hilfst und zur Sache hältst. Es gäbe viele, die es verdient hätten, natürlich begrüßt zu werden. Der Ehrenvorsitzende des Bezirks, Ulrich Theurer beispielsweise. Aber ich darf mal hier unterbrechen und auf den Anfang zurückkommen. Grüße Sie ganz herzlich von Seiten der Reinhold-Meyer-Stiftung. Die Reinhold-Meyer-Stiftung, kann man ja sagen, bewahrt und pflegt das Erbe Reinhold Meyers, wobei wir immer
betont haben, nach einem berühmten Wort, wer es nun wirklich gesagt hat, ist etwas unklar, es wird verschiedenen Autoren zugeschrieben, ist aber immer wieder schön, dass Tradition ja nicht das Weitergeben der Asche, sondern das Worttragen der Glut bedeutet. Und so fassen wir auch unsere Tätigkeit auf Pflege des Erbes von Reinhold Meyer. Das heißt eigentlich, wir versuchen als Stiftung für Politik zu interessieren. Wir fragen, wie war es eigentlich damals, wie ist es heute? Was kann man heute noch umsetzen? Was hat sich geändert? Und versuchen so natürlich die Geschichte ein Stück weit lebendig zu halten. Da kommt dann mal auch diese Broschüre wieder ins Spiel. Fragen uns, was könnte heute noch vorbildlich sein, zum Beispiel an Reinhold Meyer. Und da fällt einem vieles ein. Ich beschränke mich auf zwei Punkte. Das erste Stichwort ist Volksnähe. Wir können gar nicht nah genug an den Leuten dran sein. Und vorgemacht hat es uns Reinhold Meyer ein Leben lang. Das ist vielleicht der erste Punkt, der ins Auge sticht bei dieser Biografie. Die Volksnähe. Das heißt nicht, dass man immer alles machen muss, was das Volk gerade von einem will. Das kann niemand, das kann auch ein Oberbürgermeister nicht, das kann auch ein Ministerpräsident. Aber nah beim Volk sein heißt eben auch dann erklären, warum man es so macht und warum man es vielleicht anders macht. Man muss einfach nah genug dran sein. Das ist das erste Erbe Reinhold Meyers. Ich nenne ein zweites Stichwort noch, das hat mit Prinzipien zu tun. Reinhold Meyer hatte ohne Zweifel Prinzipien, aber er war kein Prinzipienreiter. Das ist ein großer Unterschied sozusagen. Wer jetzt nachdenkt, kommt wahrscheinlich gleich wieder auf das berühmte Begriffspaar von Max Weber, Verantwortungsethik, Gesinnungsethik. Wenn man so will, war Reinhold Meyer der personifizierte Verantwortungsethiker. Verantwortungsethik, Sie wissen, heißt, man schaut aufs Ergebnis, was kommt am Ende raus, Gutes oder Schlechtes. Die Gesinnungsethiker, die wir auch heute in großer Zahl haben, von den kommunalen Parlamenten bis in den Landtag, die Gesinnungsethiker würde ich so eher so charakterisieren, dass sie sozusagen an jeder Ecke stehen und sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Es gab vor Jahren mal eine sehr nette Karikatur im Spiegel oder im Stern zu dem früheren zum früheren Bundeskanzler Schröder. Der hatte öfters mit Rücktritt gedroht in der zurückliegenden Zeit. Und in der Karikatur sah man ihn, war wirklich nett gemacht, an einer Currywurstbude mit seinen Bodyguards, Sonnenbrillen und Schröder lehnt auf der Theke und sagt, ich hätte gern eine Currywurst, aber Dalli, sonst trete ich zurück. Also so viel zum Stichwort, es gibt auch welche, die nun an jeder Ecke sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Dann wird das natürlich auch schwierig. Der Reinhold Meyer, wie gesagt, hat aufs Ergebnis geguckt und er hat gezielt, sehr gezielt auf den Südweststaat hingearbeitet. Ich sage mal durchaus mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Da war er kein Waisenknabe an der Stelle. Es war schon im Grunde genommen gewagt, damals eine Koalition ohne die größte Partei zu bilden, aber ohne Zweifel erlaubt. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele kleine und größere, in Anführungsstrichen natürlich Kriegslisten, ersonnen hat, um die Verhandlungspartner an einen Tisch zu bringen, auf dem Neufen, um den Leo Bohleb zu isolieren und so weiter. Da ist er schon sehr, ich sage mal, durchdacht vorgegangen. Denn die Frage stellt sich ja immer wieder, wie weit darf ein Politiker gehen in der Wahl seiner Mittel? Und ich sage jetzt mal aus aktuellem Anlass, ein kleiner Einschub sozusagen, ein Erlebnis, unter dessen Eindruck ich noch stehe, er darf sicher nicht so weit gehen wie zwei Landtagsabgeordnete in der vergangenen Woche, die eine Runde, so wie hier, von Journalisten, Abgeordneten, Kollegen, Experten nun mal glatt und ins Gesicht angelogen haben. Wie kam das? In der Enquetekommission, die sich mit Rechtsextremismus befasst, wurde ein Gutachten, ich schilder es nur kurz, aber es ist, wenn wir uns mit Politik damals und heute beschäftigen wollen, glaube ich, ganz interessant. Was ist vorbildlich, was ist nicht vorbildlich? Die Enquetekommission NSU hat ein Gutachten in Auftrag gegeben bei der Landtagsverwaltung, ein Rechtsgutachten, ist jetzt egal wozu, jedenfalls das Gutachten wurde mit Spannung von allen erwartet. Und auf einmal haben wir mitgekriegt, dass dieses Gutachten schon
tagelang in der Grünen-Fraktion ausgewertet wurde. Und zwar ausgewertet im Hinblick auf die Frage, ob das Ergebnis passt oder nicht. Schon allein, das ist natürlich eine ziemliche Zumutung, so kann ein Ausschuss niemals arbeiten. Aber, jetzt kommt das, was ich meine, als der Ausschussvorsitzende und sein Grünen-Fraktionskollege vor einer Runde, ähnlich wie hier, gefragt worden, haben Sie das Gutachten weitergegeben? Und der andere wurde gefragt, haben Sie das Gutachten bekommen? Haben Sie gesagt, ich habe dieses Gutachten nicht weitergegeben. Und der andere hat gesagt, ich habe dieses Gutachten nicht bekommen. Und als der Journalist nochmal gefragt hat, das ganze Schauspiel nochmal. Jetzt stelle ich nur Ihnen die Frage, wie wollen wir eigentlich, wenn jetzt, lieber Hartwig Wolf, wenn jetzt die Kommission, der Untersuchungsausschuss zwischendurch kommt, wie wollen wir eigentlich von den Zeugen erwarten, dass sie uns die Wahrheit sagen, wenn Landtagsabgeordnete zur glatten Lüge greifen? Also wenig vorbildlich an der Stelle und sicher keine zulässige Methode, weil wir vorhin gesprochen haben von den zulässigen Methoden der Politik, was man tun darf, was man nicht tun darf. Man darf seine Ziele mit den Mitteln verfolgen, die einem in der Fantasie einfallen, aber sie sollten zugelassen sein. Ja, dann sind wir wieder bei Reinhold Maier und der Vorbildfunktion. Er hat viel publiziert, das ist bekannt. Und ich kann Ihnen eines sagen, alles, was er geschrieben hat, im Grunde, ist bis heute lesenswert. Ich habe lange Zeit seine Bücher griffbereit in der Nähe, sind sie auch nicht weit weg, ich habe sie griffbereit in der Nähe gehabt und habe, wenn ich Freizeit hatte, einfach mal reingeguckt in diese Geschichte des Aufbaus. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist unglaublich spannend, es lohnt sich wirklich zu lesen. Leider ist nicht alles von ihm veröffentlicht, was er geschrieben hat. Und so hat die Stiftung eine Aufgabe. Sie wissen, dass wir immer Publikationen auch rausgeben, vornehmlich von Autoren, die sonst ein bisschen vom Treibsand der Geschichte zu schnell bedeckt werden, oder Biografien von Liberalen, die man sonst zu früh wieder vergisst, wenn kein Biograf es festhält. Interessant ist aber auch, dass von Reinhold Maier manches noch da ist, was wirklich wert wäre, veröffentlicht zu werden. Wir haben Ihnen hier mitgebracht eine druckfrische Broschüre, wie es sich für unser Timing gehört, wurde sie gestern fertig. Gestern und nicht erst morgen. Also, ich habe Ihnen eine Broschüre. Da sind drei Reden von Reinhold Maier drin, ausgewählte Reden. Eine Rede, wir suchen Deutschland, auf dem Bundesparteitag der FDP 1953. Eine Rede, Selbstbesinnung, Selbstbescheidung, Selbstbehauptung bei der Kundgebung Dreikönig 1957. Und ein Beitrag Volkswender für die Festschrift 100 Jahre Volkspartei zum Dreikönigstreffen 1964. Sie dürfen diese Broschüre nachher vom Tisch einfach mitnehmen. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung werden sie hinterher wie üblich für einen moderaten Preis anbieten aus unserer kleineren Schriftenreihe hier. Aber Sie werden wahrscheinlich auch hier die Entdeckung machen. Es lohnt sich, es zu lesen und insofern das Erbe Reinhold Mayers lebt und das werden wir jetzt sicher auch weiter feststellen können in der sich anschließenden Gesprächsrunde, zu der ich hier mit überleiten darf, lieber Jürgen Morner. Dankeschön.